Pixelspaß. Was ist das jetzt, was wir hier gucken? Das ist meine Website, Pixels Pix. Da stelle ich jeden rein, der in Lazytown wohnt. Sieh mal, ich kann ein Foto von Stefanie hier mit einscannen. Oh, wow. Hey. Und sobald ihr Bild im Computer erscheint, kann ich es anklicken und sie tanzt dann. Oh. Ja, toll, das oder? Das ist ja echt ein Ding. Und ab geht's. Guck hin. La la la. Krass, oder? Boogie down, Stefanie. Boogie down. Die hat's drauf. La la und la, sie la, ist cool. La la la. Ich geh näher ran. Boogie down, Stefanie. Boogie down. Schon gespielt mit dem Ball. Schon getanzt im Kreis. Spring von hinten nach vorn. Das kann ich doch auch. Und dann wieder zurück. Moment mal, Pause. Zeig, wie du tanzt. Wie meinst du so? Und klatsch mit, so laut du kannst. Yeah. Versuchst du mich zu verstehen, kannst du sehen, solange es Spiele gibt. Macht es richtig Spaß zu leben. Sie machen, dass die Welt sich dreht. Yeah. Und spiel ganz viel, denn das hat Stil. Solange es klar. Natürlich bist du da drin, genau wie alle anderen. Oh, das ist ja ein klitzekleines Siggi-Ich. Ja, das ist ein Siggi-Icon. Auf Pixels Website sind alle Bewohner aus Lazytown, bloß ich nicht. Das gibt mir zu denken. Pixel, kann ich mal mit deiner Maus was anklicken? Ich würde so gern mal was anklicken, ja, ja, bitte. Doch. Was ist das denn? Oh, die klemmt ja, die hey. Klemmt die Maus. Guck hey, mal, gib das die mal her. Nicht. Wieso hast du denn so klebrige Finger? Was? Ah ja, da hängt so ein bisschen was dran. Ein bisschen Kaugummi, Bonbonkrümel, um genau zu sein, Karamell. Dann Brausepulver habe ich hey, auch. Nur klicken, und zwar die Maus. Ja, das haben wir gleich. Das war ja leicht. Ach Mensch, guck mal, da habe ich gerade Zähneputzen gelernt. Ich sag dir, wie ich's mache, denn meine Methode ist die beste. Wunderbar, wunderbar. Was darf ich als erstes machen? Du brauchst eine Zahnbürste. Wenn's weiter nichts ist, ich hol sie. Ja, denn mit einer Zahnbürste werden Zähne geputzt. Wow. Gut, ich glaube, ich will, dass die meins ist. Meini will immer alles haben. Meini bleibt Meini. Oh, schon bin ich sie los. Ich habe aber noch eine. Tada! Da ist sie. Gut, oh, nicht? Das ist eine Zahnbürste? Und was für eine? Mit geschmackvollem Süßigkeitendetektor. Geschmackvoll nennst du das? Geschmacklos bis giftig, würde ich sagen. Weg damit. Na gut. Wenn es nicht zu vermeiden ist, dann benutzen wir eben meine. Gute Idee. Kann ich die haben? Ich glaube nicht. Nein. Die ist brandneu, die habe ich noch gar nicht benutzt. Naja, macht nichts. Meine ist mindestens genauso gut. Nein, nein, das geht nicht. Unter diesen Umständen kannst du meine benutzen. Aha, danke. Das ist aber lieb von dir. Schön, und was kommt jetzt als nächstes? Jetzt müssen wir dann noch was draufschmieren. Oh ja, da weiß ich schon was. Ich mach Schokolade drauf. Das geht nicht. Nein, unter gar keinen Umständen darf man sich die Zähne mit Schokolade putzen. Hm. Dann nimmt man Zahnpasta. Ah, verstehe. So, dann wollen wir das mal ist hier sehen. Ganz neu. Ein kleines bisschen. Ja. Wow. Die Geschmacksrichtung wird dir gefallen. Das hoffe ich auch. Man darf nicht zu viel nehmen. Das war schon zu viel. Ich mach's wieder weg. Jetzt sind wir soweit. Okay. Und putzen. Gut. Mmh. Kann ich noch ein bisschen kriegen? Nein. Oh. Und weiter. Die Bürste wird in den Mund gesteckt. Und man bürstet 20 Mal runter und 20 Mal rauf. Los, mach. Hey, 20 Mal hast du viel erreicht. Ein Schurke zu sein ist aber heutzutage wirklich nicht einfach. Die moderne Technik arbeitet gegen uns Gangster. Die ganzen DVDs, der Videoblödsinn, Laptops, Computer. Ach, es war einfach früher alles besser. Im Grunde kann nur eine Figur dahinter stecken.
Wieso würde dieser kleine Freak sonst die wichtigste Person von LazyTown auslassen? Das liegt mit großer Sicherheit an diesem Störenfried Spartak. Guck, guck, guck. Das läuft so nicht, du Lümmel. Ich muss etwas unternehmen gegen diesen blöden Internetquatsch. Oder ich will nicht mehr heißen. Aber wie hieß ich doch gleich? Ah, Freddy Faulig! Das war's, wusste ich doch. Mit diesem Computer kann ich digitalisieren, organisieren und kontaktieren. Das ist eine ganze Menge. Guck mal, Spezialeffekte. Oh Mann. Und hier, mein drahtloser Scan-Controller. Hey, und da! Muss ich wissen, was du da machst? Krass! Da hattest du den Füße-Verwirromat von Freddy. Ja, der musste sich damals schwer einen abtanzen. Ja, den hast du sauber in die Mülltonne geschickt. Und da, das ist mein Essensanalysator. Genau, und wir backen gerade einen Kuchen. Oh, und jetzt kommt dein Fernglas. Klar wie Kloßbrühe. Mein Allzweck-Kleincomputer. Ja, total obercool. Kann man immer sehr gut gebrauchen. Klasse, meine automatische Zahnbürste. Sowas hast du spitze. Was muss ich da sehen? Das ist doch mein berühmt-berüchtigter Körper-Consoletti 6000. Oh Mann, du hast Spartacus damit wirklich aus der Patsche geholfen. Ich würde ihn gern sehen. Ja, hey, Spartacus als nächster, Spartacus als nächster, Spartacus als nächster. Klar, nur die Ruhe, Siggi. Ich habe jede Menge Sequenzen von Spartacus vorrätig. Hey, Stark, hier ist Spartacus in seinem Luftschiff. Ich werd nicht mehr. Davon kann man nicht genug kriegen. Wow, der hat's drauf wie kein anderer. Kommt ein abgefahrener Wurf. Pass auf! Oh, toll! Zweimal um den Baum gezischt. Wie macht er das? Wow! Yeah! Und jetzt rettet er jemanden. Ich fass es nicht. Sowas können nur Helden. Du musst nächstes Mal besser aufpassen. Ohne Ende. Aber da macht er ja gar nichts. Ja, aber selbst das sieht doch bei Spartacus super cool aus, oder? Yeah! Und nun pass auf, ich zeig dir was. Yeah! Wow! Und wenn ich dann auf diesen Knopf drücke, ändert sich die ganze Bildschirmauflösung. Soll das ein Witz sein? Ich will auch mal bloß einen Knopf drücken, wenn ich einen neuen Lollipop möchte. Mmh, lecker Lollipop. Was war das gerade? Wie jetzt? Was war denn? Hast du was gesehen? Vielleicht ist eine Taube vom Dach gefallen. Da kannst du recht haben, das war's. Außenalarm! Außenalarm! Steh mal auf! Beweg dich! Wer spricht denn da? Mein Bildschirmschoner 6000. Außenalarm! Außenalarm! Steh mal auf! Beweg dich! Verstehe! Da meldet sich mein Magenschoner, Marke gar kein 1000. Und er sagt, mach Pause, beweg dich und besorg dir ein Häppchen. Prima Idee, Sigi. Ab in die Küche! Wo hältst du denn gewöhnlich dein Brot fest? Guck mal. Das ist meine Chance. Also, irgendwie muss ich erst mal löschen, was da Dummes zu sehen ist. Ah, möglicherweise hier drücken. Der doch nicht! Oh nö! Mit dir. Was ist das denn? Da muss Salz dran. Wohin? Wieso?
Ich hab's geschafft! Ich bin auf Pixels Website! Alle anderen sind auch da! Was soll das? Oh, der Bleistift ist dem Computer immer noch überlegen! Jetzt kann ich Gesichter wegratzeln! Meins. Das Schild am Zaun hier ist meins. Der Luftballon, auch dies Chanson, all das ist meins, meins, meins. Siggis Zeug ist meins. Das Lied der Vögel ist meins. Die Straße hier, die Schuhe von hier, doch, doch, das alles ist meins. All das gehört nur mir. Sehen und staunen dürft ihr. Jedes Dinglein hier. Ich beschütze es, denn ich besitze es. Ja, alles, das ist meins. Und dieses Instrumentalsolo ist auch meins. Auch Boden und Decke sind meins. Was ihr fühlt, das ist meins. Genauso ist es und ihr alle wisst es. Ja, alles hier ist meins. Ich sag's nochmal, es ist meins. Manche Kinder sollte man zwar sehen, nur nicht hören. Ich werde mir auf meine Website ein paar richtig abgefahrene Spiele laden. Wie jetzt? Hast du etwa auch schon ein Freddy Faulig-Spiel drauf? Ach, Ivo. Dann habe ich aber Grund zu der Frage, was macht der Hallo? Typ da? Da, 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 da? Oh Mann, der hat meinen 3D-Hyperscanner 6000 missbraucht. Freddy Faulig, verzieh dich aus meinem Computer. Erst wird deine Website anglauben, dann verschwinde ich. Das wäre eine Katastrophe. Ich klick dich mit der Maus an, dann bist du im Nu verschwunden. Genau. Dazu musst du mich erst mal kriegen. Los, Pixel, mach ihn fertig. Oh. Ja. Daneben. Versager. Gib nicht auf, du bist besser als er. Er ist zu schnell. Klick, klick, ihr schmeißt mich nicht raus. Denn ich bin viel schneller als die Maus. Na, dir, wenn ich's zeig. Ja, ja, zeig's ihm. Oh. Lass mich nicht fertig machen. Was war das denn? Hier liegt dir wirklich ein Pinsel im Weg. Bitte nicht. Das darfst du nicht machen, Freddy. Hopsa. Was ist passiert? Was ist passiert? Pixel, ich glaube, ich war das. Ich wollte wissen, was das ist. Steck den Stecker wieder rein. Steck den Stecker wieder rein, du Nase. Das wusste ich nicht. Boah, was war das? Du warst stillgelegt. Davon bekomme ich Kopfschmerzen und zwar ganz doll. Das machst du nicht nochmal. Entschuldigung, ging nicht anders. Hau rein, Pixel! La, 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 la. Er ist einfach besser, den kann ich nicht kriegen. Er ist zu schnell. Wir müssen Spartacus benachrichtigen, nur er kann uns helfen. Genau, Spartacus kriegt eine Nachricht, das bringt. Schnell! Oh, möchtest du übrigens, dass ich dir eine Kleinigkeit mitbringe? Eine Brause vielleicht oder ein Schokoriegel? Denkbar wäre auch nein, ein Kaugummi. Nein, Spartacus her. Nee, klar, ist zu gut erledigt. Ach, Pixel, ich brauch noch meinen Kaugummi. Ja. Wo hast du das Ding denn? Der klebt unter dem Tisch da. Wo jetzt? Da? Ja, genau. Igitt. Wieso? Da ist es ja. Danke. Au. Tausend Dank. Ja, das muss ganz schnell zu Spartacus. Was macht diese Schnarchnase denn da? Sag meinem kleinen Freund einen lieben Gruß. Oh nein! Wenn er die Kugel abschießt, bricht das System zusammen. Tu's nicht, Freddy! Du zerstörst das Icon des Bürgermeisters! Ja, genau das ist mein Sinnen und mein Trachten. 3, 2, 1... Nein, nicht! Aua, ach Gottchen. Gut, machen Sie das, mein Hart.
klingt so, als ob der Zaun schon fertig wäre. Das darf nicht wahr sein. Freddy hat in dem Clip des Bürgermeisters eine Rückkopplungsschleife ausgelöst. Die läuft ewig, wenn ich sie nicht unterbrechen kann. Ich weiß, welches Programm ich schreibe, um da rauszukommen. So weit, so gut. Dann geht's noch an die Codeworte. Ist ja ein kleiner Aufsatz. Und ab damit. Passwort eingeben. Und die Datensicherung in Gang setzen. Mann, hoffentlich klappt das jetzt auch. Weitermachen. Oh Mist, das läuft einfach weiter. Ach, ich verstehe. Hat sich aufgehängt, das Teil. Okay, okay. Da muss ich noch mal was neu eingeben. Kompilieren. Und jetzt runterfahren, das Ganze. Das hat hingehauen. Jetzt muss ich nur noch Freddy loswerden. Daneben! Bleib wenigstens mal eine Sekunde stehen! Daneben! Oh. Ich habe... Der Bursche ist schwer zu kriegen. Wenn du versagst, und zwar dauernd, gib's auf. Kommt nicht in Frage. Leiter! Sigi, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Oh, nein, los, komm, du musst uns helfen. Los, mir hinterher, mach schon! Ich hab ihn, hier ist er! Hey, Pixel, brauchst du meine Hilfe? Oh ja, brauch ich ganz doll. Freddy ist in meinem Computer. Du musst mir helfen, ihn da rauszukriegen. Du musst da rein und mit ihm kämpfen. Yeah. Klar, aber wie geht das? Das wirst du gleich sehen. Es wird nämlich der schwierigste Einsatz deines Lebens. Das haben wir gleich. Aber unterschätzt das nicht, das wird heftig. Ist kein Ding, ich bin soweit. Trotzdem, wir müssen damit rechnen, dass du es eventuell doch nicht schaffst. Ach was, ich schaff alles, Sigi. Naja. Ich bin auf alles vorbereitet, was ist das? Du musst mal für eine Minute einfach stillstehen. Ja. Was? Wenn ich still sage, meine ich auch still. Kann ich nicht? Darfst du nicht? Du darfst nicht mal den kleinsten Muskel bewegen. Mm-mm. Nicht atmen, das geht leider auch nicht. Gut so, ganz still. Bist du mit dem Scanner soweit? Dann wollen wir mal. Okay. Bist du soweit? Bei mir ist alles klar. In Ordnung. Wow. Also hier ist er nicht mehr. Mhm. Toll, da ist er ja. Es hat funktioniert. Er ist drin. Klasse. Sportaflegel, was tust du hier? Ich entsorge dich aus diesem Programm. Ja, Mann, jetzt kriegst du ihn. Gib's ihm, Sportakon. Gleich hast du ihn. Dich nur umdrehen, Sportakus. Er ist direkt hinter dir. Er will sich wegschleichen. Ihm nach. Gleich hast du ihn. Sportakus, du bist unser Held. Mein Held. Mann, ist der schlau. Der hat bestimmt einen Plan. Das wird sein. Springt doch glatt in einen von meinen Ordnern. Und das bedeutet was? Das weiß ich auch nicht. Oh. Hey, was soll das? Stell mich wieder hin! Ja, da drin ist er! Stell mich wieder hin! Bitte! Wie komme ich denn in das Ding rein? Du kannst eine Abkürzung nehmen. Ja, Abkürzung ist gut. Spring in den Ordner. Ach so, wie Freddy. Ja, hoffentlich hat er begriffen, wie das geht. Hilf ihm doch ein bisschen. Oh, nein, das muss er allein managen. Gott sei Dank. Dann will ich mal schauen, wo die jetzt sind. Ich gebe Suchen ein. Da bist du ja. Da, er ist in meiner Videoablage. Oh, Schreck, das darf nicht wahr sein. Versuch's, aber es wird nicht klappen. Wollen wir wetten? Wo ist der hin? Sie sind raus. Dateien schließen. Dateien schließen. Sperr die Ordner, Sportakus! Ja, sperr sie! Oh, leider Fehlanzeige. Das war knapp, aber gut. Da ist noch einer, Sportakus, da ist noch einer! Ja, der letzte!
der böse Schurke. Ha! Wenn du mich da nicht hineinspringen lässt, dann springe ich eben einfach da rein. Yeah! Yippie! Du hast es geschafft, Spartacus! Yeah! Jetzt wird einfach der Papierkorb angeklickt, Mäuschen drauf und weg. Hey, was passiert jetzt, Pixel? Zuerst gehe ich mal in das Datentransferprogramm rein. Und dann gebe ich die richtigen Koordinaten ein. Die Parameter müssen eingestellt werden. Und dann... Wow, wie schön. Schon wieder wie immer. Ja, ich muss dich loben. Deine Website ist große Klasse. Ja, gute wirklich. Arbeit. Das war doch noch gar nichts. Pass mal auf, was passiert, wenn ich hier drücke. Nein, 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 halt. Nichts anfassen. Ich muss zurück in mein Luftschiff. Bis später, Jungs. Oh. Wiedersehen. Nur meinen Bing Bang Remix anhören. Tja, will er nicht. Aber du bist sicher ganz Ohr. Ja, lass es krachen. Okay. Bing Bang, Dicke Dicke Long, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing Bang, Dicke Dicke Long, Sportsalat, der alles heißen kann. Los, Pixel, los! Sack und ab die Post, ich zeig's dir, fit wie ein Ton, du stehst hier. Wir hüpfen, doink, doink, auf und ab, springen uns um und klatschen in die Hände. Boing, boing, kreuz und quer, das macht Spaß, wir toben hin und her. Du bist der Größte! Wer hat gesagt, Computer machen das Leben einfacher?